Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Hauptstadt des wahrscheinlich reichsten Landes der Erde hungern Menschen. Sie hungern, weil die Leistungsstelle des Lageso nicht in der Lage ist, die ihnen zustehenden Leistungen auszuzahlen. Sie hungern, weil sie trotz mehrfachen Vorsprechens keine Chance haben, auf den Sozialstaat zu treffen, dessen Aufgabe und grundgesetzliche Verpflichtung es ist, jedem Menschen das Existenzminimum zu sichern. Sie verlassen morgens um 6 ihre Unterkunft mit einem Termin und kommen 20 Uhr zurück in die Gemeinschaftsunterkunft. Ohne Geld, aber mit einem neuen Termin. Und das wiederholt sich Tag für Tag. Der zuständige Senator schließt das überhaupt erst mal aus, dass das sein könne, obgleich Helferinnen und Helfer mit diesem Problem jetzt schon seit einiger Zeit konfrontiert sind. Und das war ja auch nicht so schwer zu kombinieren. In dem Maß, in dem die Registrierung der Menschen voranschreitet, kommt auf die Leistungsabteilung mehr Arbeit zu. Das war doch absehbar, dass da mehr Menschen kommen würden. Später, am gleichen Tag noch, wird die Senatsverwaltung mitteilen, Sofortmaßnahmen zur Verbesserung der Situation in der zentralen Leistungsstelle beim Lageso ergriffen. Wieder Rechtfertigungs-, Überforderungs- und Krisenrhetorik. Wieder hektische und planlose Ankündigungen. Und während die Verwaltung in Krisenrunden sitzt, packen die Berlinerinnen und Berliner an und schaffen kistenweise Lebensmittel in die Flüchtlingsunterkünfte. Das alles kennen wir nun zur Genüge. Eine Regierungserklärung, 4 Aktuelle Stunden zum Thema im zurückliegenden Halbjahr hier im Parlament, viele Beteuerungen, immer wieder vermeintlich neue Befreiungsschläge und immer noch kein Übergang zu einer geplanten strategischen Problembewältigung, um die Herausforderungen zu identifizieren, zu priorisieren und sorgfältig abzuarbeiten. Dass es gelungen ist, mit dem Lageso mal einige Wochen nicht bundesweit Schlagzeile zu machen, ist kein Indiz für Besserung. Und dass dort bisher nichts Schlimmeres passiert ist, ist gewiss nicht das Verdienst dieses Senats. Wer regelmäßig mit Helferinnen und Helfern und mit den engagierten Hauptamtlichen in den Unterkünften spricht, weiß, es klemmt nach wie vor an allen Ecken und Enden. Was nützt eine Hotline für die Heimbetreiber, wenn für Sozialarbeitende und Sozialbetreuende vor Bürokratie kaum Zeit für Geflüchtete bleibt, für die banalsten Probleme aber keine Landesbehörde erreichbar ist? Kosten durch Improvisieren entstehen, weil der Senat versagt. Und niemand bekennt sich zu der Kostenübernahme. Kompensationslösungen für das Behördenversagen unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft scheitern am bürokratischen Moloch. Und mit den angekündigten Sofortmaßnahmen wie Barauszahlung vor Ort sollen Ihnen, also den Leuten in den Unterkünften, den Helfern und den Hauptamtlichen, dann noch Zusatzaufgaben aufgelastet werden. Grotesk wird es dann, wenn die Heimaufsicht kommt und moniert, dass die Unterbringung nicht den Standards entspricht. Was wir ja eigentlich gut finden, dass sie das tut. Nur, die Verantwortung dafür liegt oft nicht bei den Betreibern, sondern beim Auftraggeber der Heimaufsicht. Das ist der gleiche Senat, dessen Heimaufsicht die Einhaltung der Bestimmungen prüft, der ihre Erfüllung aber unmöglich macht. Und natürlich gibt es viel zu wenige Kontrollen zu den Standards, aber auch darüber, was von dem Geld, wenn das Lageso denn mal zahlt, tatsächlich in den Einrichtungen und bei den Geflüchteten ankommt. Meine Damen und Herren, es bleibt der Eindruck, dass nach wie vor die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dass niemand einen Überblick hat, wo die Probleme liegen, aber unglaublich viele verschiedene Zuständige vor sich hinwursteln, um den Laden halbwegs am Laufen zu halten. Und ich kann Ihnen schon jetzt prognostizieren, je mehr Anerkennungsentscheidungen zum Flüchtlingsstatus das BAMF fällt, je mehr Geflüchtete aus der Zuständigkeit des Lageso fallen, desto mehr werden die Probleme zu den Bezirken hinüberwandern, die dann vom Senat im Stich gelassen, aber verantwortlich gemacht, erneut überfordert sein werden. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Weil Sie, der Senat, noch nicht mal die eigenen Herausforderungen stemmen können. Geschweige schon jetzt, vorausschauend den Bezirken die Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, die sie dringend brauchen werden. Personell, finanziell, durch Planung und Aufbau einer Infrastruktur zur Beherbergung der Menschen. Bereits jetzt, nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ich muss an der Stelle mal sagen, Herr Kollege Buchholz, die Stadträtinnen und Stadträte der Linken, die ich kenne, die lösen die Probleme in den Unterkünften vor Ort. Die sind nachts dort und fassen mit an. Und von den Helferinnen und Helfern höre ich in Bezug auf die Bezirke keine Klagen, ob Kita-Gutscheine oder sonst was, das läuft. Die Probleme gibt es immer an der Schnittstelle zum Senat und zum Lageso. Meine Damen und Herren, die Leidtragenden sind die Geflüchteten. Im Regen stehen erneut die Freiwilligen. Und die Freiwilligen werden weitermachen, sie werden ihre Arbeit machen, bis ihnen die Kraft ausgeht, bis sie nicht mehr können. Und dann werden die Herren Henkel und Chaya sich hinstellen und sagen, wir haben es ja schon immer gewusst, das ist halt einfach nicht zu schaffen.
Als zuständiger Senator trägt Mario Chaya dafür die Verantwortung, dass die Dinge besser laufen. Und trotz vollmundiger Ankündigungen laufen sie immer noch nicht besser. Das fortgesetzte Versagen, dieses Totalversagen der grundlegenden Daseinsvorsorge, ist natürlich eine Schande für Berlin. Da haben sämtliche Pressekommentare recht. Was uns aber als Linke besonders auf die Palme bringt, ist die sich selbst erfüllende Prophezeiung, die Sie mit diesem Totalversagen bewirken. Dieses, wir schaffen das nicht, es ist alles zu viel für uns. Sie, die Sie Geflüchtete so gern pauschal für lernbedürftig in Sachen Grundgesetz halten, sollten sich zumindest an eine Norm der Verfassung erinnern und gebunden fühlen. Den Artikel 1 des Grundgesetzes, der von der Menschenwürde spricht, die unantastbar sei. Zwei Sachen, zwei Großprojekte waren Ihnen ja die eierlegende Wollmilchsau, die Erfolgsgeschichte, die Lösung aller Probleme. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und die angedachte Kleinstadt für Geflüchtete am ehemaligen Flughafen Tempelhof. Das erste ist schnell abgehandelt. Sie wollen heute ein Landesamt durch Gesetz errichten, für das es weder ein Konzept, noch eine Personalplanung, noch eine Zeitplanung, noch eine Finanzplanung gibt. Lediglich 11 Führungskräfte sind etatisiert. Während SPD und CDU Eurozeichen in den Augen haben, virtuell schon mal die erhofften Einnahmen kommender Haushaltsjahre für Wahlkampfgeschenke mit vollen Händen raushauen, fehlt es bezüglich der Untersetzung des dringend abzuhandelnden Pflichtprogramms in jeder Hinsicht an fiskalischer Fantasie. Wer hat Ihnen eigentlich eingeredet, die Erfindung neuer Behörden würde auch nur ein Problem lösen? Das bringt doch nur neues Chaos. Und als wir während der Haushaltsberatung vorgeschlagen haben, entsprechende Vorsorge zu treffen, fand die Koalition das völlig unnötig. Kann man so Politik machen? Ihre Koalition hat die Frage beantwortet, Herr Buchholz. Das ist Ihr Modus von Politik. Einwände werden beiseite gewischt. Sie hangeln sich von Notbehelf zu Notbehelf, von Provisorium zu Provisorium, von Krisenlösung zu Krisenlösung. Und auf diese Weise lassen sich im Krisenmodus noch manche alte Rechnungen begleichen. Sie nutzen die selbst herbeigeführten Krisenzustände, um dann Notstandsrhetorik zu pflegen und en passant das eine oder andere Anliegen mit abzuräumen, das Ihnen schon lange am Herzen liegt. Stichwort Tempelhofgesetz. Ihre Planungen zur Massenunterkunft in und um die Hangars am früheren Flughafen. Mit dem von Senator Geisel im November langatmig als alternativlos begründeten Gesetzentwurf hat der heute zu verhandelnde Änderungsantrag der Koalition ja nicht mehr so viel zu tun. Der Senat ändert seine Pläne von Woche zu Woche und immer der aktuelle Stand ist dann alternativlos. Die Fragen bleiben aber die gleichen. Was soll dort eigentlich gebaut werden? Weitere Unterkünfte? Hält der Senat an seinem Plan fest, dort wirklich 7000 Menschen unterzubringen? Der Gesetzentwurf schließt das nicht nur nicht aus, er legt es geradezu nahe. Aber in den Hangars herrschen nach wie vor erbärmliche Zustände. Und Ihr Management in allen Fragen lässt das Schlimmste befürchten. Dafür kriegen Sie unsere Zustimmung auf keinen Fall. Wir bleiben dabei. Massenunterkünfte führen zu Ausgrenzung und Stigmatisierung und sind eine integrationspolitische Vollkatastrophe. Das sagen übrigens nicht nur wir und die Geflüchteteninitiativen. Selbst Eberhard Diepgen, Brigitte Fehrle und viele andere betonen das geradezu beschwörend. Eigentlich ist es eine Binsenweisheit. Nehmen Sie das doch endlich ernst. Die heutigen Fehler werden sich auf Jahre, Jahrzehnte rächen. Noch immer warten wir auf eine planmäßige, nachhaltige Ertüchtigung von Immobilien in Landes- und Bundesbesitz. Die Architektenkammer hat nun erneut eine lange Liste von Liegenschaften ins Netz gestellt. Herr Buchholz, kann ich Ihnen nachher gerne geben, unter der Überschrift endlich den Leerstand für Geflüchtete nutzen. Bereits vor einem halben Jahr hat mein Genosse Udo Wolf hier im Haus an die Adresse des regierenden Bürgermeisters die Aufforderung gerichtet, die Krisenrhetorik endlich durch gründliche Arbeit an nachhaltigen Lösungen zu ersetzen. Offenbar ist aber der Unwille oder die Unfähigkeit zur Ertüchtigung des Immobilienbestandes größer als die Bereitschaft zur Beschädigung von Volksgesetzen und direkter Demokratie, zur Absenkung von Standards, zur Zentralisierung, zu Groß- und Massenlösungen, zur Durchsetzung von Bauvorhaben der Immobilienlobby gegen nicht nur unberechtigte Einwände einer engagierten und gewinnbaren Bürgerschaft. Haus der Statistik, Bundesamt für Risikobewertung, Gaswerksiedlung Lichtenberg, Berlinovo-Appartements. Ich könnte endlos fortsetzen. Mit keinem Satz, Herr Müller, Herr Geisel, Herr Gebler, haben Sie sich bisher mit unseren Vorschlägen auseinandergesetzt, haben Sie deutlich gemacht, dass Sie ernsthaft gewillt sind, das zu tun, was der regierende Bürgermeister hier selbst betont hat. Es darf keine Tabus geben. Ich dachte immer, das bedeutet, es müssen alle denkbaren Möglichkeiten geprüft und angefasst werden. Es ist, meine Damen und Herren, inzwischen nicht einfach nur ein Kasus Chaya.
Das Versagen bei der Hilfe für Geflüchtete offenbart das gesamte Dilemma dieses Senats, dieser Koalition. Hektischer Aktionismus ersetzt planvolles Handeln. Und das Schlimmste ist, dass das wohl noch weitere 8 Monate ins Land gehen werden, bis zumindest die Chance besteht, diesem Trauerspiel ein Ende zu bereiten. Meine einzige Bitte ist, tragen Sie dieses Trauerspiel nicht auf dem Rücken derjenigen aus, die es am allerwenigsten verdient haben, die Geflüchteten und die Helfer.